Verdammt, verdammt, super, verdammt, super, super. Ja, Dance and Sing, ich habe so das Gefühl, das wird wieder ein Riesenreinfall, oder? Aber hier haben wir zum Beispiel 1,3 verkauft. Und wir sind super. Panik. Achso, die Spielberichte werden fertig. Ja, alles klar. Ja, wie sieht's denn aus? Oh, wir sind im Gewinnbereich. Alles klar. Dance and Sing ist im Gewinnbereich. Was brauchen wir denn mehr? Und dann produziere hier nochmal die jetzt weniger. Die auch nicht. Sondern mach nochmal 500.000. Komm. Scheiß drauf. Der Rest wird wieder verhökert. So. Wir sind außerdem im Weihnachtsgeschäft. Wir könnten mal ein Spiel entwickeln, oder? Habt ihr auf irgendwas Lust? Ein Sportspiel im Bunker. Nee, ist klar. Mhm. Sportspiel. Sollen wir da auch mal was entwickeln oder sollen wir es lieber lassen? Weil Sportspiel haben wir noch gar nicht. Rollenspiel können wir noch mal machen, aber Plattformer habe ich auch noch nicht. Rennspiel, Wirtschaftssimulation. Wirtschaftssimulation. Eine Wirtschaftssimulation. Ich hätte ja ein paar Ideen für Wirtschaftssimulation, ne? Das sind ja so meine Spiele. Ich gehe noch mal in meine Übersichtsliste. Rennspiel, Ökonomik, da haben wir es. Wir können ja mal was nachstellen, was wir generell spielen. So, Untergenre ist eigentlich sowas wie Strategie oder Simulation, ne? Strategie, da sind wir ja relativ gut, ne? Thema sind Krankenhaus. Das sollte funktionieren, ne? Haben wir Arzt? Wir müssen doch irgendwas mit Arzt haben. Gibt doch mit Sicherheit Ärzte oder sowas, ne? Gut, vielleicht heißt es auch Ärzte. Nein? Wir müssen doch was mit Arzt haben, oder? Oder haben die das anders übersetzt? Doktor? Doktoren, ja, gut. Krankenhaus Tycoon. Mein Blinddarm quietscht. Das richten wir mal wieder an Erwachsene. Chris Saylor kann das übernehmen. Ich bin ja noch in Ausbildung, deswegen habe ich ja keine Zeit. Du übernimmst die Leitung des hiesigen Krankenhauses. Entwickel Behandlungsräume, die sowohl den Patienten als auch deinen Mitarbeitern gefallen. Auch sollte dein Krankenhaus auf Hygiene achten, denn du möchtest bestimmt kein Ungeziefer über die Flure laufen sehen. Mit
über 100 verschiedenen Krankheiten bietet dir dieses Spiel eine Menge Spaß. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, Wirtschaftssimulation, haben wir da eine haben wir da eine für? Wirtschaft, ach ja, guck mal. So. Nehmen wir Pretendo, dann haben wir schon mal fast 100% hier abgedeckt. Dann nehmen wir den Computer, 61%. Dann nehmen wir noch eine Konsole. Dann haben wir auf allen was. Und kommen die Byte. Wann wird die denn abgekündigt? Das macht mir halt ein bisschen Sorgen. Ist doch bald raus, oder? Die Byte? Ich möchte halt nichts mehr entwickeln für die alte Plattform, die, ne? So, dann in der Liste haben wir 10, 10, 0, 9, Story 1, 1, 4, 5. Hier unten hatten wir 0, 2, 7. 0, 2, 7. 50, 20, 10, 20. So. Sieht gut aus. Features. 17, 10. Und wir hauen die multiplen Enden noch rein, weil dann können wir die ausbilden lassen und müssen vorne nur auf B+ gehen. Schön. Wie obszön ist das schön. Und diesen einen Stern bei Wirtschaft hatten wir nur, weil wir irgendwo noch eine Wirtschaft mit reingepackt haben. Ne? So, die gewählten Plattformen benötigen folgendes Gameplay-Feature. Pretendo Game Portable Controller Support. Ja, dann solltet ihr den auch bekommen. An mir soll es nicht liegen. Wir haben ja Platz. Ausgebildet ist er. Ansonsten haben wir auch nichts, was ausgebildet werden muss. Ne? So, ihr habt eher eh nichts zu tun. Ne? Dann macht ihr wieder die Grafiken. Ihr seid noch dran, alles klar. Und ihr macht schon mal Sound. Ihr kommt hinterher. World Invader 2. Wir machen... Oh, 3,3 Millionen. Ja. Hat ja nicht lange gedauert, wa? Zack. So, Spezialmarketing. Diesmal allerdings für Krankenhaus-Tycoon. Ich müsste es mir vielleicht auch mal aufschreiben. Das ist nämlich ein neues Original. Krankenhaus-Tycoon. Tycoon. Mein Blinddarm quietscht. So. Komm, da veröffentlichen wir schon mal eine Beta für. Was das Ergebnis ist. Plus 11. Sehr schön. Was haben wir? Neue Plattform vom Markt genommen. Alles klar. Und dann machen wir eine Vorabversion für die Paresse. Auch die sollen ja spielen können. Oh, warte mal, ich habe den Freddy ganz überlesen. Verdammte Axt, wie verbessere ich mein Personal? Freddy, bist du noch da? Dann beantworte ich dir die Frage. Sekunde. Also, ich habe nur einen Job. Und den vergeige ich. Wie verbesserst du dein Personal? Relativ einfach. Durch Schulung oder durch Arbeiten lassen?
Das heißt, du hast die Möglichkeit, Schulung zu erforschen. Dann kannst du den Forschungsraum oder einen Schulungsraum bauen und dann bilden die sich aus. Wie hier, ne? Ja, danke. Du kannst eingeben, Profi bis 90, Fortgeschritten bis 70 und Anfänger bis 50. Und dann werden die entsprechend ausgebildet. Oder sie bilden sich auch natürlich deutlich langsamer aus, wenn sie hier arbeiten. Auch dann bilden die sich weiter. So, wen haben wir denn hier? Du bist Musiker. Dann nehmen wir den Musiker doch mal und packen den hier hin. Und gucken mal, dass wir einen Musiker finden, der vielleicht noch nicht so gut ausgebildet ist. Musik und Sound. Du hier zum Beispiel. Wir haben auch nicht mehr so viele da, ne? Alles klar. Anti-Cheat wurde freigeschaltet. Sehr gut. Hätte ich ja schon mal gebrauchen können. 161 Bucks, eine scheiß Grafik. Ich glaube, wir machen mal weiter. So, du bist Game Designer. Oh, Fussel ist Level 90. Habt ihr gesehen? Jetzt bin ich auch schlau. Hatten wir nicht noch einen Game Designer, der doof war? Oh, wir haben noch mehrere Game Designer, die doof sind, oder? Das muss ich mal eben G machen. Irgendwas habe ich hier schon wieder vergessen. Game Designer. Der geht raus. Und der geht rein. Das Ganze haben wir auch bei Sound gemacht. Musik. Der geht raus. Der geht raus. Und... der geht rein. Und der geht rein. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe wieder Mist gebaut. Kann das sein? So, der geht natürlich raus. Alles klar. War hier irgendwas zu machen? Spezialmarketing? Ne, haben wir alle schon gemacht, ne? Ja. Können wir einen Überhype erzeugen? Nein. Alles klar. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben noch genug auf Lager, oder? Jojo, das reicht noch. Verkauft sich nicht so gut, das Zeug. Aber 6,9 Millionen ist ja schon mal was. Was könnt ihr denn mal machen? Hier, guck mal. Moderne Vektorgrafik. Kundensupport läuft, das läuft. 5 Sterne haben wir, alles klar. Lass uns Wildschweine jagen, sehr gerne. Schönes Wildschwein hätte ich auch nichts gegen. Ach, da kriegst du aber auch Hunger, weißt du? Kommen ein paar neue Spiele raus. $71 Millionen kostet dieses Gebäude. Leco Funny. Ihr kommt aber auch langsam hinterher hier, ne? So, Red Falcon geht mit 9 Millionen Gewinn vom Bord. Keiner mit Z? Nö, ne? Sehr gut. Ja, machen wir alles richtig. Ja, das sind immer so Spiele, wo man echt ein Auge drauf hat, ne? Dann guckt man immer nur so ganz kurz in den Chat rein. Dann überliest man schon mal was.
So, neues Genre gibt es. Interaktiver Film. Ja, da weiß ich auch noch nichts mit anzufangen. Sollen wir da mal was machen? Interaktiver Film. Wir können ja auch mal ein Lizenzprodukt machen. Wir können ja als nächstes wirklich mal Lizenzen machen. Irgendwas mit Lizenzen. So, Spiel produzieren sieht gut aus, ne? Wir haben noch 519 davon, 60-30. Bugs werden gerade rausgeschmissen. Plattform gibt's neu und wurde vom Markt genommen. Alles klar. GeoReo, habe ich noch nie gehört. Kundensupport kommt bedingt hinterher, alles klar. Was haben wir denn zu tun? Werkstatt, Produktion. Die Werkstatt kann man eben einen Nebenauftrag machen. Verdienen wir ein bisschen Geld, wir haben ja sonst nichts zu tun. Die kommen auch hinterher, alles klar. Auftrag abbrechen. Auftragsarbeit. Liste ist natürlich leer, weil gerade stand noch was drin. Ja gut, dann macht weiter. 28,55, da ist noch ein bisschen Bedarf. So, alles schon im Polishing. Sollen wir raushauen? Ja, komm. Spiel selber vertreiben. Grafisch sieht es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. 29. Deluxe und die Collectors. Alles klar. Haben wir alles mit drin? 29. So, machen wir wieder so, ne? 2 Wochen haben wir. Hier haben wir alles ein bisschen abgedatet. Alles klar, alles klar, alles klar. Ist ein Spielehit mit 90, 91%. Sehr gut. Ein enorm motivierender Ansatz mit Sogwirkung. Das Spiel ist grafisch hervorragend und setzt neue Maßstäbe für dieses Genre. Die fantastischen Soundeffekte haben mich verblüfft und der tolle Soundtrack gehört in die Charts. Besser geht es nicht. Mehr Immersion gab es bei keiner Steuerung zuvor. Das Spiel gehört zu dem Beeindruckendsten, was ich in der letzten Zeit gesehen habe. Toll. Alles klar. Komm, dann produzieren wir das mal. Spiel produzieren. Dann machen wir hier Krankenhaus-Tycoon 500. 100. Und 50. Damit schauen wir ja ganz gut zu fahren. Und los geht's. Vorbestellungen. Ja, was wollen wir denn mehr? Die müssten wir doch schon hinkriegen, oder? Der Lagerbestand ist da. Problem könnte sein, dass wir die teuren Versionen noch nicht haben. Minus 3 Millionen. Überleg mal, was so eine Spielentwicklung heute schon kostet. Anscheinend haben wir die Bestellungen alle abgearbeitet. Gab wohl keine Bestellungen für die Deluxe-Boxen. Sehr gut. Ihr könntet ja mal eben ein Upedate machen. Ein kostenloses Upedate für Upedate. Hier für den Dings Invaders. Dann haben wir da 2 rausgebracht. Auftragsarbeit. Was haben wir denn? Grafik und Entwicklung. Nee, Auftragsarbeit. So, hau mal raus, den Lorch.
Und einmal bitte hier Auftragsarbeiten übernehmen. Wir brauchen Geld. Gibt's hier was Neues? Ja, Engine. Cool. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir irgendwann mal jetzt auf 3 hochgehen können.